So, Hallöchen und zurück. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Hogwarts Legacy. Ja, das ist Part Nummer 34 tatsächlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja so ein kleiner Horst. Erstens tut es mir ultra leid für die. Für die Hogwarts-Fans unter euch. Das Problem war, ich hatte einfach mit ganz vielen Spielen zu tun und die haben halt alle Aufmerksamkeit erfordert. Anderes Problem ist, ich habe tatsächlich keine. Ich finde es ein bisschen schwierig mit Hogwarts Legacy. Auf der einen Seite ist es, ich mag die Harry, mag Harry Potter und Hogwarts generell. Ja, kein Problem. Achso, das Ding lebt noch. Okay. Und auf der anderen Seite ist es jetzt nicht so ein extrem krasses Spiel, wo ich sagen würde, das fesselt mich ultra. Tut mir leid, tatsächlich. Also ein Mix. Ich will es nicht aufgeben, aber mich hält es halt auch nicht. Also von daher ist es mal so. Ich habe Ihre Aufgaben alle abgeschlossen, Professor Garlick. Wunderbar. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit die Pflanzenwelt etwas näher bringen. Mich hat sie bereits auf ewig verzaubert. Erst gestern habe ich stundenlang meine selbstdüngenden Sträucher und Ginsterbüsche beschnitten. Die Zeit verging wie im Flug. Im Nu ging die Sonne unter. Wenn es etwas gibt, das mich mehr begeistert als meine gedeihenden Pflanzen, dann sind es gedeihende Schüler. Nun, sind Sie bereit, Flipendo zu lernen? Kinn hoch, locker halten. Es kommt alles aus der Hand. Versuchen Sie es. Also folgendermaßen. Bei diesem Spruch sollten Sie sich konzentrieren. Nichts ist peinlicher, als einen Freund umzustoßen, wenn man nur ein paar Töpfe verschieben wollte. Oh, komm schon. Na, oh, ich bin doch zu blöd. Gut, wunderbar. Folgendermaßen, ich habe ja noch Sie vier. treffen auf Mund. Wunderbar gemacht. Vor Monaten Wenn Sie haben noch wir. etwas üben möchten, können Sie das gerne im Gewächshaus tun. Aber bitte achten Sie auf die Pflanzen. Okay. Flipendo. So, erstmal gucken. Okay, cool. So, muss ich aber trotzdem ändern. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Es kam halt sehr viele Spiele dazwischen, die mich halt tatsächlich mehr gerissen haben als Hogwarts Legacy. Auf der anderen Seite habe ich auch war ich auch ein kleiner Trottel. Wo war ich? Oh, ja. Das Gewächshaus räumt sich nicht selbst auf. Ich muss schon nachhelfen. Oh, kann ich dir nicht helfen? Professor Garlick. Hätten Sie einen Moment Zeit? Die Pflanzen ruhen, also ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Ich wollte nur fragen, was Sie dazu bewogen Naja, hat, auf jeden Fall hatte Kräuterkunde ich zu noch lehren. vier Videos im Nett, dass Sie Petto fragen. und habe die total Ich hatte schon vergessen bei immer diesem eine ganzen Vorliebe für Stream, Geschnitt Pflanzen. und allem drum und Daher ist dran. meine Arbeit hier ein wahr gewordener Dementsprechend Traum. tut mir leid für diese Nach meinem monatelange Abschluss Pause. bat man mich, für meinen ehemaligen Hätte ich wenigstens Kräuterkunde-Professor einmal die Woche ein einzuspringen. Video machen können. Er hatte nämlich einen kleinen Unfall. Ich nehme Er jetzt war mal sicher und tröstlich, die aber für Sie war Zeit es ein Glücksfall. Und versuche hier noch ein bisschen Er hat reinzustecken. sich nie wirklich um die Pflanzen gekümmert. Hoffe ich, Das hoffe, das konnten ist Sie okay soweit. spüren. Sie wären überrascht, wie scharfsinnig eine Pflanze sein kann. Jedenfalls begann der Ärger, als er eines Tages einen Wiggenbaum anschnitt. Zu seinem Pech verbarg sich in den Blättern ein Bowtruckle. Sie erinnern sich sicher an die wunderbaren Geschöpfe, die einem Zweig ähneln.
Der kleine Kerl stach dem Professor ziemlich heftig in die Augen. Das war sicher schrecklich. Für den Professor vermutlich auch. Und da haben Sie als Professorin für Kräuterkunde übernommen? Nicht ganz. Nach 3 Wochen im St. Mungo-Hospital erlangte er ein klein wenig Augenlicht zurück. Er bestand darauf, ins Gewächshaus zurückzukehren. Okay. Innerhalb einer Woche hat er, angeblich aus Versehen, einen chinesischen Kaukohl getreten. Und schwupps war er wieder im St. Mungo. Versehentlich. Was für eine Pechsträhne. Er tat mir natürlich leid, aber ich wage zu behaupten, dass ich mehr Mitleid mit dem Kohl hatte. Nach seiner Entlassung hatte sich seine Gleichgültigkeit gegenüber Pflanzen in Verachtung verwandelt. Oha. Er verlor das bisschen Geduld, das er noch hatte, mit einer besonders temperamentvollen Venemosa Tentacula. Und tja, die daraus resultierende Beurlaubung dauert bis heute an. Tja, gut, wenn man so wenig Pflanzen respektiert, muss ich ganz ehrlich sagen, ist sie schon besser dran. Ich bin froh, dass alles so gekommen ist. Und Sie jetzt Kräuterkunde unterrichten. Sehr lieb von Ihnen. Ich liebe diese Gärten und helfe meinen Schülern gern beim Wachsen. Es war schön, mit Ihnen zu sprechen. Einen schönen Tag noch. Oh, und nicht vergessen, seien Sie nett zu Wiggenbäumen. Okay. Ach ja, die Professor Garlic. Das ist schon eine Granate. Alles, was sie sagt, ist entweder so ein bisschen leicht rassistisch, soll es zumindest sein, oder anzüglich. Anzüglich verstehe ich. Hallo, Sie pfeifen auf moderne Normen. Wir blühen wohl alle auf unserer... Ich habe keine Ahnung, wovon die labert. Auf jeden Fall mache ich jetzt mal ein bisschen mit den, nicht Herausforderungen, sondern mit den Aufträgen weiter. So, Professor Weasleys Aufgabe. Sammel die Handbuchseiten zum unterirdischen... Handbuchseite zum unterirdischen Hafen. Okay, was haben wir denn hier? Sind die Primäraufgaben? Sind die normalen Aufgaben? Okay. Beziehungsaufgaben. Professor Weasleys Aufgabe ab. Okay, ja, ich würde sagen... was haben wir denn hier alles? Hallo Mora 2 und 3. Dafür müssen wir die Marken finden. Sprich mit Ilmera Reyes wegen dem Besen. Das kannst du vergessen. Schlüssel, ja, so viel ich halt finden kann. Geh an dem Ort, an dem die erste Kiste gesehen wurde. Entführte Glaukohl, Mrs. Sistwood. Machen wir das doch. Komm, warum eigentlich nicht? So, dann gehe ich mal hier zu der Flohdame. Na, das geht auch so, glaube ich. Gibt's hier irgendwo? Kann doch nicht sein. Wirklich? Ich habe schon so viel entdeckt und bin hier. Boah, komm schon. Ja, wollte doch schon sagen, mindestens mal da. Ja, machen wir mit ein paar Quests einfach mal weiter und gucken, wo es uns hinführt. Ich mache die Parts tatsächlich auch nicht mehr so lange. Beziehungsweise, was heißt nicht so lange? Das Liefern dieser Tränke. Hoffentlich genügt Pippins Qualität meinem Anspruch. Wingardium Leviosa. Warum ist das? Ja, doch, das ist Kampf. Gut. Wo war ich stehen geblieben? Ja, genau. Es gab halt viele Spiele, die dazwischen gekommen sind, auf die ich halt wesentlich mehr Lust hatte, also auf Hogwarts. Es liegt aber auch daran, dass Hogwarts an sich es ein bisschen übertreibt. Also es ist wirklich für Leseratten gemacht. Das ist soweit auch ganz okay. Aber hier hast du so ultra lange Texte, so ultra viel zum Nachgucken und alles.
Und man muss halt sagen, für ein Videospiel vielleicht nicht gerade fesselnd. Also man muss halt schon wirklich Liebhaber sein, um sich da reinversetzen bzw. verlieren zu wollen. Trotz alledem ist es halt nicht für jedermann. Da war der Hype von allen anderen wahrscheinlich wesentlich größer. Trotz alledem will ich das Spiel halt auch nicht aufgeben, weil ich es doch soweit okay finde. Aber wie gesagt, halt auch nur okay. Revelio. Und von daher, ja. So richtig Loot kriegen wir auch nicht, ne? Wir haben auch nur so Kleinigkeiten. Naja, gut, wir können es auf jeden Fall verkaufen. Von daher ist es jetzt auch nicht so tragisch. Nein! Du solltest flüchten. Arresto Momento. Lazio. Contrengo. Gepinkt. Nein! Ich bin halt schlecht, okay? Das ist mein Problem. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Protego. Okay, Dreieck ist Protego. Revelio. Nehme den Mondstein mal mit. Also ich werde jetzt mich wahrscheinlich onscreen nicht so viel mit dem Tierdingsbums befassen und allem. Die Kiste mit chinesischem Kaukohl muss irgendwo hier im Lager sein. Auf, komm her, du Krabbenmilbe! Du Krabbenmilbe! Ich hab keine Ahnung. Ich habe bei Crackcroft schon ewig keine lohnenswerte Beute mehr gesehen. Na dann komm her. Yeah. Expelliarmus! Ah! Du bist die Rotznase. Komm, trink! Komm, an! Lazio! Defendo! Na, komm schon. Rockboro taugt nicht zu vielem. Außer Lazio! Komm, trink! Defendo! Das muss ich doch irgendwie reparieren. So, ja, kannst du mal sehen, wie schnell das geht. Das ist für die Tiere, das ist zum Kampf. Wingardium Leviosa. So, das ist Verstecken, das ist Reparieren, okay. Repar. Bombarda. Ich kann es reparieren und zerstören. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Lazio. Defingo. Bombarda. Contingo. Protego. Contingo. Das wirst du nicht. Lazio. Contingo. Bombarda. Konfringo! Davon würde ich dir abraten. Lazio! Konfringo! Die Einheit! Defendo! Dieser Lümmel. So, ich habe das Ding repariert. Revelio. So, die Frage ist, was bringt mir das? Bombarda! Nee, das war's nicht. Repar. Das war's nicht. Contringo.
Nee, auch nicht. Reparo. Ich habe das Gefühl, das müssen wir irgendwie. Revelio. Da gibt es bestimmt noch mehr. Potego. Repar. Vingadium Leviosa. Revelio. Repar. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Okay, das war wirklich okay. Trotzdem würde ich gerne den gestohlenen... Der gestohlene Kaukul muss hier irgendwo sein. Ich weiß nicht, was das bringt. Immer. Au. Protego. Lazio. Avada. Defendo. Contendo. Die okay. Tierwesen sind jetzt sicher. Revelio. Transformation. Verwandte Objekte und okay. Brauche ich tatsächlich nicht. So. Gucken wir erstmal, ob ich hier noch irgendwas freiräumen kann. Hier gibt es auch bestimmt irgendwas. Erhabener Schulumhang. Okay. Sieht soweit gut aus. Okay. Ah, da habe ich noch was vergessen. Ich Schallerlingel. Sammlung aktualisiert binden. Von mir aus. Gut, wo ist denn jetzt der Kaukohl? Versuchst du es damit, deine Talente zu überzeugen? Guck das, du Lappen. Wo kommen die denn auf einmal alle her? Okay, ich habe keine Ahnung, wo der hin ist. Das ist bestimmt die Kiste mit dem Kaukohl. Eine Kiste habe ich. Fehlt nur noch die zweite. Hä? Ich hab mich dahin, um hier hinzulaufen. Okay, von mir aus. Verstehe ich. Ein Dieb bei der Nacht. Händler, ne, dreht Scheinwerfer. Ich sollte mich vorstellen und sehen, was los ist. Ah, hier gibt's also noch einiges. Verstehe.
gut. Ich mache jetzt erstmal das Quest fertig. Dann suchen wir uns nächstes Quest aus oder machen einfach mal die Wer Hauptstory hier wohl weiter. wohnt? Vielleicht sollte ich tatsächlich mal. Du bist zum Sterben hier, was? Hast du mich gerade beleidigt? Jetzt verstehe ich, warum Feldcroft. Ranrocks Anhänger verstecken sich nahe Feldcroft. Sie müssen die andere Kiste mit chinesischem Kaukohl haben. Eieiei, diese bösen Lümmel. Dieser Tag ist schon viel zu lang. Revelio. Bin ich arrogant? Ich mag einfach nur keine Arschlöcher. Revelio. Würde mir gefallen, den ganzen Tag rumsitzen. Könnte aber wahrscheinlich etwas langweilig werden. Ich bin nicht allein. Lazio, komm weiter! Du kannst es nicht ganz. Lazio, verfinkt uns! Kommen die auf einmal alle her? Hier muss doch noch irgendwo einer sein. Was hat der für eine Range? Damit kommst du nicht davon. Lass dir! Komm, trink! Komm, warte! Gefiel du! Revelio! Was macht der da? Lass dir! Komm, warte! Ich nehme erstmal einen Powertrank. So, dann suche ich mal die zweite Kiste mit Kaukohl. Ah, Feuer anmachen hier, ist kalt. Zerstörung sieht gut aus. Ranrock vermute, dass es in Feldcroft mehr davon gibt. Kehre nicht zurück, bis du es gefunden hast. Ranrock will Neuigkeit. Hast du es gefunden? Melde dich sofort zurück. Tja, der meldet sich garantiert nicht mehr. Das sind alle Kisten mit chinesischem Kaukohl. Ich sollte Mr. Thistlewoods Freund in Feldcroft aufsuchen. Gut. Oh, komm schon, du kannst ja nicht hoch. Hält sich so ein bisschen in Grenzen alles. Hallo, haben Sie die spezielle Lieferung von meinem lieben Freund Eddie? Hallo, Mr. NDI. Eddie Thistlewood schickt mich. Ja. Ja, er sagte, ich solle Sie erwarten. Haben Sie den chinesischen Kaukohl? Na klar. Ja, hier sind Sie. Fabelhaft. Das wird viel dazu beitragen, das Dorf vor Ranrocks Anhängern zu schützen. Dieselben Übeltäter, die Sie, wie ich annehme, zusammen mit Rookwoods Leuten abgefangen haben. Feldcroft steht tief in ihrer und Eddies Schuld. Super. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Also kein Problem. So. Wissen Sie vielleicht, warum die Kobolde Feldcroft angreifen? Keine Ahnung. Ich dachte, es läge an der strategisch günstigen Lage. Aber nun scheint es, als suchten sie nach etwas. Ich muss allerdings zugeben, dass ich nicht weiß, wonach sie genau suchen könnten.
So, Sekunde. Sekunde. Ich bin jetzt gerade noch mal am PC. Weil ich ja noch das ein oder andere aufschreiben muss. Die nenne ich nämlich einfach die Suche nach den Kaukröten. Ach Mann. Das ist immer, wenn man von Couch zu Schreibtisch geht und dann den ganzen Scheiß. Was hast du denn für Waren? Gucken wir mal. Endlich etwas Verstärkung. Hoffentlich reicht das gegen die Kobolde. Ein Vergnügen, mit ihnen Geschäfte zu machen. Nope. Offensive. Aber. Keine Lust gehabt, sich. Schauen ja. Sie doch da jederzeit wieder vorbei. Entspannen wir uns mal. Ich würde nämlich ganz gerne noch mal vorher, bevor ich jetzt irgendwas mache hier. ...85... Keine Ahnung, was das ist. Okay. Umhänge. 58,4. Keine Verbesserung. Oh ja, warum nicht? Schön, Sie wiederzusehen. Sie auch. Was kann ich denn für Sie tun? So, mein Guter. Ich bin neugierig, was in Feldcroft vor sich geht. Können Sie mir etwas dazu sagen? Bin ich tatsächlich auch. Ein unglaublich auch. Unfreundlicher Kobold namens Belgraf der Schläger quält jeden, den er in die Finger bekommt. Feldcroft grenzt an Koboldland. Aber wir haben immer friedlich zusammengelebt. Bis vor kurzem zumindest. Manche behaupten, dass Belgraf und seine Bande mit Ranrock im Bunde sind. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Jedenfalls hat der ganze Ärger meinem Geschäft geschadet. Alle hier sind verunsichert. Die Lage ist ziemlich ernst. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Was verkaufen Sie? Fragen wir aber im nächsten Part. Ich will erst noch hier ein bisschen was verkaufen. Das behalte ich mal. Für den Fall, dass ich da irgendwas verbessern will. Gucken wir mal, was kauft der denn? Zutaten. Wenn Ihnen gefällt, was Sie gekauft haben, kommen Sie bald wieder vorbei. Oh ja. Schauen Sie doch gern jederzeit ja, wieder. Das war's. Vorbei. Wir haben die Kaukohle gefunden. Und beim nächsten Mal. Suchen wir uns noch was Neues. Bis dann. Tschüss.